Auch dieses Jahr fand wieder das Weltcup-Finale der Naturbahnroller in Umhausen im Ötztal statt. Der Lokalmatador Thomas Kammerlander konnte mit einem weiteren Sieg auf seiner Heimbahn in der Grantau bereits zum vierten Mal den Gesamtweltcup für sich entscheiden. Dieser Sieg gibt wohl auch Hoffnung für eine gelungene WM im nächsten Jahr, welche 2021 auf der Naturbahn in Umhausen ausgetragen wird. Umso größer ist die Freude bei dem Naturbahnrodelprofi aus dem Ötztal, hier vor heimischem Publikum den diesjährigen Gesamtweltcup für sich entschieden zu haben. Ja, generell ein perfektes Wochenende für uns, der vierte Gesamtweltcup-Sieg von mir. Und das mit einem Tagessieg auf der Grantaubahn, das ist, rundet das alles natürlich ein bisschen ab. Das ist mir angelegen, dass ich von eigenen Fans nochmal gewinnen kann. Und dann haben wir einen Teambewerb überraschenderweise auch noch gewonnen. Und ja, aus österreichischer Sicht ein perfektes Wochenende. Die Vorbereitungsarbeiten auf die Heim-WM 2021 starteten bereits heuer, um für nächstes Jahr eine perfekte Bühne für die Weltmeisterschaft der Naturbahnrodler präsentieren zu können. So zeigen sich die Ötztaler Veranstalter wie auch der Titelaspirant Thomas Kammerlander aus Umhausen zuversichtlich über eine gelungene WM im nächsten Jahr. Gut gelungenes Rennen, es ist die neue Infrastruktur schon irgendwie getestet worden. Es gab eigentlich keine Probleme und wir haben, glaube ich, schon gute Vorbereitungen gemacht. Ja. Es läuft soweit alles nach Plan. Wir haben uns jetzt auf die Infrastrukturmaßnahmen konzentriert. Wie man sieht, nach außen ist das Bild schon so gut wie fertig. Innen sind noch mehrere Bauten auszuführen. Wir haben noch viel vor uns. Der zweite Bauabschnitt betrifft dann diese Bandenerneuerungen und Starthauskleinigkeiten. Aber wir liegen gut im Zeitplan und es wird, wie es aussieht, schon gelingen. Ja, ich bin schon voll fokussiert auf die Heimweltmeisterschaft. Ich glaube, dass das ein mega WM wird vom Veranstalter. Ich werde mich bestmöglich im Sommer, wie auch oft im Winter, darauf vorbereiten. Und mein großes Ziel ist da einfach Weltmeister zu werden, ganz klar.